Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Hallo und herzlich willkommen zur RetroPlay. Hallöchen! Heute geht es um das schwarze Gold, ja. Um den schnellen Dollar. Ja! Heute werden wir ein Imperium erstellen. Nämlich ein Öl-Imperium. Ja. Wir spielen Oil-Imperium heute. Mit euch, für euch, zusammen mit euch. Genau. Oil-Imperium, eine Wirtschaftssimulation. Ja. So, und eine Wirtschaftssimulation über Öl, mehr 80er geht, glaube ich, nicht? Ja. Es ist von 1989, ja. Von Reline. Ja. Von denen auch Bing. Dann später Bing war, zum Beispiel. Ich weiß, dass ich das sehr gerne gespielt habe. Ich hab's auch gesucht. Ach, ist das herrlich, das Game. Ist richtig, ja. Gut, Wirtschaftssimulation, es macht richtig Bock. Ja, und ja. Mit ein bisschen Actionsequenzen und so, ja. Dabei. Und wir werden jetzt gleich gegeneinander antreten und dann gucken wir mal, wer das Oil Battle gewinnt, sozusagen. Genau. Ja. Und dabei wünschen wir euch wie immer viel Spaß. So, jetzt gehen wir ins Ölgeschäft, ja. Mit Oil Imperium. Tschakka! No, also ein schönes Covermotiv auch hier schon. Wir sehen hier, es geht Hammer, um, ey. Große Autos und, ja. Andere Leute, die arbeiten. Genau so. Im Hintergrund, andere Leute, die arbeiten. Im Hintergrund die Ölplattform. Und ja. So, schauen uns das mal an. Wir gehen hier auf die Ölkamera. Die Ölkamera, genau. Komplett in Deutsch, inklusive Poster. Wir gucken gleich mal, ob das Poster auch noch drin ist. Was fürs Regal gar nicht gut ist, auf der Seite steht nichts. Hm. Was soll das denn? Aber ich kann so nicht. Ich finde die Schachtel gut. Also insgesamt ja. Hier sehen wir schon ein bisschen Screenshots. Ölfeld brennt. Die Konkurrenz reibt sich die Hände. Ölfeld 17 brennt lichterloh. Du kannst deine Lieferverpflichtungen nicht einhalten. Zum Glück reicht dein Kapital, um 2 neue Ölquellen zu erschließen. Deine Industriespione suchen inzwischen den Brandstifter, um ihn vor Gericht zu stellen. Oil Imperium, das Handelsspiel um Geld, Macht und fiese Tricks für 1 bis 4 Spieler. Mhm. Oil Imperium zeigt ihnen, wie gemein Business sein kann. Miese Tricks, die sie normalerweise nur im TV sehen, kommen tagtäglich vor. Aber neben ihrem Gespür für Geld brauchen sie das richtige Feeling für die Actionsequenzen, in denen sie Öl suchen, Pipelines bauen oder Feuer löschen. Genau so. Ja. Wie war das? Wie machen die das immer? Das macht man da mit Nase, aber wie die richtig guten, die zünden sich die Zigarren mit den Dingen. Ah, das, ja, kann nicht. Ja, das Wahnsinn, das wird ja nicht. Aber ich finde es echt gut. Vor allen Dingen, man muss, also eins möchte ich betonen, auf der Rückseite sind Screenshots von dem Spiel, die man erkennen kann und wo man, glaube ich, auch erkennen kann, um was es bei dem Spiel geht. Ja, also von den Action-Sequenzen. Ja, schon viele Schachtel, wo du denkst so, was ist denn das? Wir sehen von den Action-Sequenzen nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall repräsentativ, würde ich sagen. Ja. Ja, hier, wie man sie aus dem TV kennt. In den 80ern ja wirklich, ja. Absoluter Klassiker Dallas, ja. Mit J.R. Ewing, aha. Ölbaronen. In Texas oder so, ne? Genau. Ja, ja, ja. Hast du das eigentlich gesehen, Hagen? Aber auch noch nicht eine einzige Folge. Ich weiß nur, wie er aussieht, weil der Schauspieler ich hätte fast Jackman gesagt, aber das ist der andere. Der halt mit seinem Hut, der ist dann doch sehr bekannt und so. Markant, also ja. Kann man schon sagen. Ich war aber damals, also die ganze Familie, ich meine, man war ja damals nur immer gezwungenermaßen mitgucken, aber meine Familie, da war das nie so ein Thema. Weder Dallas, noch Denver Clan, noch California Clan, noch Springfield Story. Wie auch immer, genau. Nichts. General Hospital. Genau, nichts. Fashion Affairs. Ja. Ja, also ich habe das auch tatsächlich nicht gesehen. Das bin ich ein ganz klein bisschen zu jung, glaube ich, dafür. Deswegen keine persönliche Erinnerung an Dallas, aber wir machen das jetzt einfach selber hier. Ja, so, jetzt gucken wir mal rein. Hier ist so eine Klappschachtel. Ja. So, wir klappen mal auf. Oh. Ja, und da ist schon sowas Ähnliches wie ein Kopierschutz, ist das, glaube ich. Man erkennt nichts. Das wird gleich interessant.
Dann haben wir zwei Disketten. Old Imperium. Jawohl. Und da haben wir schon was hier. Herrlich. Darum beneide ich dich, Dennis. Das ist ein cooles Poster. Das ist schon, das ist schon richtig. Auf der Rückseite hier ist noch, das ist das gleichzeitig Poster für Day of the Pharaoh. So. Ja, das finde ich jetzt nicht so geil, aber Old Imperium ist geil. Wir gucken mal, ob man das hier... Das ist schon... Ja, genau. Hello Mato, also... So sieht das Poster aus. Ja, schönes Cover-Motiv. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so drin ist. Hier bei mir in der Schachtel, da ist noch ein... ist das ein... Das ist eine Werbung? Was sonst noch so gibt von Rainbow Arts? Crossout zum Beispiel... Star Trash, das sagt mir gar nichts. Ist irgendwie so ein bisschen Mischung aus Spin Dizzy und Marble Madness. Window Wizard habe ich. Und Deuter 7 sieht ein bisschen aus wie Terrigan mit Hubschrauber. Kenne ich auch nicht. Terrigan mit Hubschrauber. Genau. Das ist eine gute Beschreibung. Dann haben wir die Garantiekarte. Mhm. Und die Anleitung, auch ordentlich, mit dickem Umschlag und ja, stimmt schon, Profitkurve. Die sämtliche Fragen, die wir noch nie zu stellen wollten, wird die beantworten wollen. Hier steht, es gibt auch Hollywood-Poker, nur Werbung mit drin und hier haben wir die verschiedenen... Wo du die Notizen machen kannst. Wahrscheinlich. Und hier kommt das gleich nochmal auf Englisch. Ja, ein bisschen Illustrationen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das mal beiseite, falls wir zwischendurch mal irgendwie nachschlagen müssen. Genau, ja. So, dann starten wir doch mal. Wir spielen mit Joystick ins Spiel rein. Das spielt man, glaube ich, mit Joystick, wenn ich mich recht so entsinne. Muss das sein. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir irgendwann die Joysticks auch brauchen. Brauchen mal den Joystick. Ja, welchen? So. Du bist gnädig zu mir und lässt den da hier. Das ist sehr nett. Ja, ich glaube, da kann man bestimmte Actionsequenzen mit dem vielleicht. Ich einfacher. Bin da persönlich sehr dankbar, wenn ich dir das so sagen darf. Reline Software. Oh, es geht los, es geht los. Hier ist aus West Germany. Und eines der Spiele, früheren Amiga-Spiele, die in die Workbench starten. Ja, und die man von der Workbench aus dann starten kann muss. Bei Populous war das genauso. Mhm. Oh, guck mal, der Bohrturm schon. Ich bin voll Vorfreude. Öl! Öl! Ui, ui, ui. Sehr gut. Ach, er lädt. Ja, was lädt er dann? Ich bereite mich schon mal vor und trinke mal ein schwarzes Getränk. Du kippst dir das braune Gold in die Rübe. Das schwarze Gold. Ich sehe schwarz. Ich sehe total schwarz. Ah, ist das geil. Genau, viel Musik hat das Spiel nicht. Es hat so an ausgewählten Sequenzen, dann, wie ich aber finde, zum Teil sehr, sehr coole Musik. Und hier sehen wir so ein bisschen... Ingame-Grafik. Ja, es ist mehr so Illustrationen quasi. Alles, was so mit Öl zu tun hat. Oil Imperium von Reline. Nee, Maus, glaube ich. Ich glaube, du steuerst das größtenteils mit Maus, nur in den Action-Sequenzen. Da brauchen wir dann den Joystick. Genau, so rum war das. Dieser heiße Wüstenwind hier, ich muss hier unbedingt... So, Code eingeben. Guck, Dennis, X-Position 2, Y-Position 2. Falsch rum. Reline muss oben stehen. Also ist jedenfalls richtig. Guck mal, also, da steht doch, welche Zeile du bist. XY 2. So, das ist dieses Symbol. Soll ich vielleicht gucken? Guck doch mal, ob du es erkennen kannst, was das für der erste Buchstabe ist. Stärke. So, wo ist es? 2, 2. Könnte man gar nichts. Das könnte ein kleines R sein. Sollen wir das mal probieren? Ja, mach mal ein kleines R. Zweiter Buchstabe? B. Code richtig. Also Hagen, das kleine sehr R gut. War wirklich nur so ein. Also so Schriftgröße 4 oder so. So, hier sind wir auch schon mit dem Benzinkanister. Da machen wir zwei Spieler. Ja. Und ich glaube, die anderen beiden sind dann automatisch Computergegner. Ja. Okay. Wie ist Ihr Name, Spieler 1? Willst du anfangen oder soll ich? Fang du an. Komm, ich lass dir. Du siehst schon so scheichisch aus. Scheichisch? Scheichisch. Es gibt Schaschlik und Scheichisch. Ja.
Hurrikan. Vertipp dich nicht. Suchen Sie sich die Firma aus. Ja, also, suchen Sie, such dir doch Trans mal. Oil, All American Oil, Inter Oil, Explora Inc. Ich nehme Explora. Explora. Gut. Wählen Sie Ihr Büro. Also wenn ich mich recht erinnere, hat das außer Design keine Auswirkung. Ja. Ich nehme das mit der großen Weltkarte hier. Das finde ich perfekt, weil ich habe mir immer andere schon gleich mit ausgesucht. Und das sind nicht die gleichen. Also okay. Das ist sehr schön, Dennis. Ich wollte dich nicht beeinflussen, sonst hätte ich die anderen genommen, aber sehr gut, ja. Das freut mich. So, dann such mal eine Firma aus. Inter Oil oder Trans Oil? Also All American finde ich so einfach. Ja, das will ich nicht. Also Inter Oil oder Trans Oil? Aber Trans Oil sehen wir nicht. Inter Oil? Nee, Trans Oil. Wir waren Trans Oil. Okay. Trans Oil. Wählen Sie genau, Ihr Büro. Ich nehme mir das oben in the Skyline. Das da. Ah. Ja, das bisschen modernere. So, ich hätte gesagt, wir machen Bester nach 3 Jahren. Bist du sicher? Dann haben wir auch eine Chance, dass es irgendwann endet. Ach komm, weil sonst das 60 ist ja Millionen ist doch billig. So ein Spiel, was theoretisch jahrelang... Ja, Nummer 3, Nummer 4 können jahrelang dauern, aber Nummer 1 und Nummer 2 sind, glaube ich, gut erreichbar. Da hast du schon recht. Wir können Punkt 1 machen, aber ich will kein super Short-Spiel hier haben. Ich will das hier echt genießen. Also ich habe, meine lieben geneigten Zuschauer, vielleicht haben ja einige von euch das auch damals gespielt. Ich auch, seitdem natürlich nicht mehr. Und man muss dazu sagen, ich habe mich wie Bolle gefreut. Der Dennis hat gesagt, du, ich habe mir da auch was gekauft. Und ich so, geilomato, weil ich nur gute Erinnerungen an das Spiel habe. Also jetzt ist natürlich so ein bisschen die Messlatte sauhoch. Wenn man sehen, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, das ist schon gut gealtert, ja, nein. Ne? Und ich habe extra deswegen gewünscht mir vom Dennis, nicht in irgendwelchen Stream und nicht irgendwann mitten in der Nacht anfangen aufzunehmen, sondern wir sind beide frisch, wir sind beide hochmotiviert, wir sind beide richtig gut drauf und dann will ich spielen. Das ist heute der Fall. Und deswegen möchte ich nicht, dass wir Bester nach 3 Jahren so in 20 Minuten durch sind, weil ich dann mach freue mich mehr da als 60 wir Millionen. Können mehr sein. Also ich bin unentschlossen zwischen 1 und 2, Dennis, du darfst es auswählen. Ja, wenn dann machen wir 2. Dennis, kannst du gerade mal bitte? Ich kann mal. Okay. So, wir haben Hurricane, Draconian und 2 Computer. Machen wir so? Jawohl. Okay. So, du fängst an. Willst du die Maus vielleicht zu dir rüberholen? Sonst siehst du so ein bisschen verzweifelt aus, oder? So, und es geht jetzt los im Büro. Genau. Und also hier kann man telefonieren. Hier gibt es die Aktentasche. Da kann man, glaube ich, reisen. Da gibt es die... Da gehen wir auf die Workbench. Da kann man hier Börse, Expertise... also man kann... Es gibt 2 Wege, was man machen kann. Man kann einfach direkt mal kaufen und loslegen. Ja. Oder man kann erst mal gucken, wo ist denn besonders guter Ertrag. Mhm. Ich würde jetzt sagen, wir legen einfach erst mal los. Mhm. Und dann kann man später gucken, ob wir nochmal mit Expertisen arbeiten. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Weltkarte. Okay. Weltkarte ist aber nur gucken, ne? Ist nee, du kannst da auch kaufen. Kannst du auch kaufen? Ich dachte, du kannst so gucken. Und wir natürlich hier scheißt. Du machst Mittleren Osten? Ja, dann mach. Ja. Und ich würde mal sagen, in Saudi-Arabien gibt es viel Öl. Kann man vermuten. Dann machen wir mal hier. Dann machen wir mal hier. Ich meinte, das ist nur gucken, Dennis. Das ist nur gucken. Ja, das ist nur gucken. Da, wo du eben warst, bei kaufen musst du hin, Dennis. Aber es wäre doch so logisch, dass man nein. jetzt hier... Nein. Also, kaufen. Wir kaufen erstmal einen Tank. Nee, du musst ja erstmal, dass du in dem Land überhaupt was abbauen darfst. Kauf doch erstmal Ölfeld. Nee, wir kaufen jetzt erstmal einen Tank, damit das Öl dann auch gelagert werden kann. So, und zwar in der Golfregion. Und wir nehmen... Es gibt übrigens verschiedene Typen. Genau. Einen wiederverwertet... Durchschnitt, Hightech. Ich würde mal sagen, wir fangen mit einem Durchschnitt an. Wir haben es ja.
So. Ich sag hier gar nichts. Ich versuche dir zu helfen. Fertig. Weil wir wollen ja beide Spaß und das ist das Ziel. Und jetzt Ölfeld. Natürlich dann in der Golfregion. Genau. Und jetzt versuchen wir nochmal. Oh, keine Konzession. Wollen Sie eine kaufen? Ja. Dein Telefon klingelt, das macht dann ja voll nervös. Gehen wir erstmal ans Telefon. Ich weiß nicht, was du da. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. War nur ein Hintergrundgimmick offensichtlich. Oder da. Liefervertrag angeboten. Stop. Telegramm. Ja, welcher? Ah, da. Nordamerika, Dennis. Da schreiben? Nein. Genau, du kannst nur in dem, wo du auch abbaust. Ne? Du kannst sonst macht das ja keinen Sinn. Rumpumpen, ja. Genau. So, jetzt nochmal. Kaufen. Ölfeld. Ja. So, 2,5 Millionen haben wir noch. So, nächster Versuch. Jawohl. Quelle kaufen. Ja. 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 Wollen Sie bohren? Ja. Selber bohren oder Spezialist beauftragen? So viel Geld haben wir nicht. Ich bohre selber. Ja. So. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Du konzentrierst dich. Der geneigte Zuschauer wird es vielleicht von damals kennen oder wenn ihr es noch nicht kennt. Du hast einen Zielkreis rechts oben. Das rote ist die Bohrkrone. Die muss er in der Mitte halten. Deswegen wackelt er auch da hin und her. Und je härter das Gestein ist, umso stärker ist der Ausschlag. Also kann schon echt übel sein. Gegen Ende wird es auch echt übel. Und der Dennis muss in der Mitte halten. Unten, also man sieht den weißen Streifen der Mitte runtergehen natürlich. Und die Statusrecht sieht man auch kritisch oder nicht. Und unten ist der Härtegrad, der es dann auch schwieriger macht. Komm, Dennis, das schaffst du, komm. Ja. Man kann, glaube ich, auch noch die Geschwindigkeit einstellen irgendwie. Aber das ist jetzt so das Standardtempo, mit dem man ganz gut zu Rande kommt. Er würde da auch nichts tun. Ja, es hat jetzt halt 6 Tage gedauert. Also wenn man mehr Tempo macht, wird es halt schwieriger, aber es kostet weniger Geld. Und du kannst, wenn der Bohrkopf abbricht, förderst du erstmal nicht und musst reparieren. Noch mal musst bohren. Du nochmal bohren. Also, genau. Nee, das ist schon in Ordnung. So würde ich das genauso machen. Alles gut. So. Außerhalb von dem Founding? Ah. Okay. Genau, eine Quelle. Erstmal am Anfang kannst du auch nicht viel mehr machen, wenn ich mich recht daran erinnere. Oder du kannst noch mal eine, versuch doch noch eine zu kaufen. Dann machen wir hier... Ich weiß es nicht, wie viel die kostet. Kannst du doch mal schauen. Da hast du doch schon, oder? Da haben wir schon. Da kannst du nicht noch eine machen, oder? Probier mal da noch eine zu machen, wo Saudi-Arabien ist, bitte. Da, wo du schon hattest. Da? Ja. Kannst du noch eine? Dieses Ölfeld gehört bereits. Genau, du kannst nur das eine Kastel kriegen. Machen wir mal hier. Quelle kaufen. Könntest du sogar noch. Ja, dann. Wollen Sie bohren? Ja. Wollen Sie selber bohren? Selber bohren. Wenn du Glück hast, schaffst du es, denn ist richtig gut. Gut. Großartige Musik. Das schlägt aber gleich schon richtig knackig aus. Wir sind auch im Wüstensand, man sieht das, der Dennis hat nicht. Ich gucke nur auf den Scanner. Er sieht auch nicht, wie weit er ist, lustigerweise, weil das blendet man komplett aus. Und der Härtegrad geht hoch. Jetzt schlägt er gleich aus hier. Und interessant ist, wenn der Dennis zu wild, also wenn du gegendrückst, dann wechselt das und dann hüpfst du raus. Deswegen musst du den Joystick immer bewegen. Wie bei damals bei Winter Games. Ne? So. Genau, deswegen einfach nur in eine Richtung geht nicht. Ich muss euch ständig korrigieren. Ja. So, ich hatte sogar noch genug Geld dafür. Richtig gut, Dennis. Das war Top-Aktion. Also ein sehr solider Grundstein. Okay, so. Dann würde ich mal sagen... Du kannst schon verkaufen, wenn du gut bist jetzt hier. Du hast ja jetzt die 2. Oh, nee, 31 Jahre, du bist fertig. Hast du aber auch minutengenau sauber hingekriegt. Ja, machen wir hier Zug beenden. Und dann ist jetzt der Haken dran. Ja, aber ich nehme hier ohne dein Unterstützungspad. Ja. So. Jetzt gleich mal fliegt schon oben das Flugzeug durch. So, und du sagst, es macht natürlich mehr Sinn, so rumzukommen. Da hast du schon recht. Weil dann weiß man, ob man für die zweite Ölquelle noch Platz hat. Ja, du brauchst halt, das nutzt dir nichts, wenn du keinen Tank hast, kannst kein Öl fördern. Wo mache ich denn, Russland oder Alaska? Ich mache Alaska. Machen wir Alaska. Tanks. Also ich weiß zwar nicht, ob du da richtig angezogen bist dafür, Hagen, aber... Für Alaska ist klar. Ja, aber beide zusammen im Golfregion will ich nicht. Ja, das passt schon. So, totaler Preis. Ja, das machen wir so. So, und fertig. Und Ölfeld.
Alaska. Guck, was da die Konzession kostet. Wo bräuchte ich denn da? Da? Wupp. Keine Ahnung, da. Kostet auch 2. Die kostet überall 2. Da bin ich relativ safe. Quelle kaufen. Jawohl. Und Bonn, jawohl. Nimm dir schon mal den Joystick. Super. Jawohl. Die Musik fand ich so großartig. Ich habe den Bohrer auf ganz langsam gestellt. Habe mir das auf Kassette aufgenommen und habe quasi irgendwie 3 Minuten lang dieses dann immer wieder gehört. Und das, man sieht... Ich kämpfe schon, aber super hart. Ist nicht so einfach. Also, wenn man halt... Wir haben ein bisschen Erfahrung drin, aber... Vor 35 Jahren hätte ich fast gedacht. Ja. Oh, ich Härte ist noch Mittel, also kann noch... Da geht noch mehr, weiter. Ja, so, jetzt. Oh, ganz am Anfang durch diese Eisschicht, das war ja übel. Ja. Oh, mein Arm. Aber du hast eine sehr geringe Abweichung, also ich hatte mehr Abweichung. Bohren gelungen. Sehr gut. So, dann machen wir direkt den, oder wo würdest du? Da auf der roten Linie? Richtung in Kanada. Wir mal in Kanada, komm. Ja, nicht genug Geld. Nicht genug Geld, ja. So. Guck doch mal, ob das da unten drunter... Nicht genug Geld. Das reicht dann vermutlich ganz genauso nicht. Nicht genug Geld. Gibt es denn keins, was man noch schnell machen könnte? Sag doch nicht, wie viel es kostet. Da, da geht. Ja. Und ja. Das wird jetzt natürlich mit dem Bohren eng. Also du wirst jetzt gleich in den Miesen sein. Und? Du bist ja schon direkt pleite. Ich glaube nicht. Ich probiere das jetzt mal. Ja. Ich will jetzt hier auch noch eine Zone. Sonst war das die kürzeste Imperium-Runde überhaupt. Ja. Hier ist jetzt auch mehr so Waldgebiet. Und das ist richtig hart hier. Geht auch langsam vorwärts, dass wir sehen. Und er ruckelt die alle. Ja, weil halt so hart. Und das ist immer noch hart. Aber die Abweichung ist okay. Ordentlich. Wir ruckeln uns so durch. Status ist immer noch okay. Kurz war es kritisch, aber... Chaka. Hui. Hui. Kosten 160, jetzt auf minus 60.000, okay. So. Ah, ich bin wohl auch direkt am Ende vom Monat gewesen. Dann gebe ich dir schon mal ES zurück. Aktion im letzten Monat. Stop. Explorer kaufte 2 Quellen und 1 Tank. Stop. Transoil kaufte 2 Quellen und 1 Tank. Stop. All American kaufte 1 Quelle und 1 Tank. Stop. Interoil kaufte 1 Quelle und... Einen Tank. Stop. Hat aber mehr Münzchen da liegen. Ja, Kunststück. Ich meine von den Goldenen als der All American. Ja. Festes Kapital ist wahrscheinlich gebunden irgendwie. Mhm. Oder? Das ist bei uns beiden sehr gebunden, Dennis. Sehr, sehr gebunden, ja. So, ich habe aber auch hier... Ich glaube, wir müssen hier mal... Der Betrieb kostet halt Geld. Wir müssen mal hier jetzt verkaufen. Öl. In der Golfregion. Probleme beim Pipelaufbau, Pipelinebau. Ihre Hilfe ist erforderlich. Genau. Mal gucken, ob das mit Maus oder mit Joystick ging. Maus, ja. Bin ich sicher. Also muss von rechts unten nach links oben auf jeden Fall. Wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt, genau, du wählst jetzt nur noch aus, wo du baust. Hoch gehst du, nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch und jetzt nochmal hoch und dann unten, ja, und hoch. Ja, ja. Der Gegner baut halt auch. Kein Öl verkauft. Ja. Ich wusste nicht mehr genau, wie es geht. Ich auch, also ich wusste nur rechts unten, dann links oben, aber wie es genau ging, wusste ich jetzt auch nicht. Wow, da müssen wir nochmal. Du kannst, probier's mal, aber ich glaube, verkauf. Kannst nur einmal, oder? Öl hier bereits verkauft.
Na gut, dann sammeln wir das und verkaufen das beim nächsten Mal. Also toi, 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 du verlierst wenigstens nichts. Aber ja, aber ich darf dich trösten. Mir könnte es ganz genauso gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dann machen wir mal für den Monat hier Schluss. Lies doch, halt, guck doch nochmal, was es sonst noch gibt. Wir haben ja noch nicht hier geguckt jetzt. Also hier, wir können mal in die Zeitung gucken. Ja, ja. Financial Times. Boom des Ölpreises. Ja. Sagen. Könnte heute sein. Ja. Am 10. Dezember. The Business Paper. Sau cool, aber sau cool gemacht, muss man schon sagen. Was hast du sonst? Kannst du auf dein Logo klicken? Nee. Dann war ich nicht. Auf Koffer. Gucken wir mal hier in die Schublade. Also hier Bilanz. Bilanz. Guck mal, ich weiß aber, was die anderen waren, wo ich das auch nicht mache. Also, wir haben. Guck mal, du förderst 75 pro Monat. Mhm. Barrel. Das können wir gleich mal vergleichen, wie viel ich fördere. Ob ich in Alaska genauso erfolgreich bin wie du da unten. So, Inhalt sind 40, Kosten 13.000 pro Monat. Ja, das hat auch monatliche Kosten alles. Nee, gibt es ja so diese Lieferverträge, den habe ich ja abgelehnt. Ja. Besser war's. Ja, da hätte ich ja eh nicht. So. Was sind der Rest da? Da haben wir noch. Ermittlungen und Actions. Tut er was? Man kann jetzt hier. Ach, du kannst mich sabotieren wollen. Ja. Oder den Computer. Ermittlungen. Ah, da kannst du dagegen Maßnahmen machen. Stift ist nix. Telefon hatten wir schon. Ah, da hinten, der Koffer ging sogar auf. Ja. So, hier haben wir. Ah, das ist der. Tut mir leid, keine Ihrer Quellen brennt.